Von den Kriegen, die ich führen musste in Böhmen, Schlesien und Sachsen, für die Ehre Preußens und die sehr berühmt sind. Ich will auch König von Preußen sein. Du bist der Müller von Potsdam. Hab ich denn auch Hämorrhoiden? Hast du meine Schlachten geschlagen? Deine Mühle steht neben meinem Schloss. Sie klappert den ganzen Tag. Da stört sie mich natürlich beim Regieren und beim Flötespielen, das ich sehr liebe und in dem ich ein Meister bin. Mich stört sie nicht und Flöte spielen kann ich schon lange. Viel lasst ihr euch gefallen. Und nicht von jedem. Seid ihr noch Deutsche? Hast du einen Arm? Zu viel. Smolensk, Kamerad. Das nächste Mal wird besser. Das ist der Kopf. Der hat einen Kopf zu viel. Komischer Vogel. Der sucht einen Käfig. Glück muss man haben. Vogel, du hast Glück. Da geht ein Käfig, der sucht einen Vogel. Freie deutsche Jugend für eine bessere Zukunft richten wir die Heimat auf. Jugend erwacht, erhebe dich jetzt. Seht her, das ist der Maurer von der Stalinallee. Hält der Arbeit seit heute, nimm Kaviar, Genosse, den kriegst du nur hier. Du hast ihn bezahlt, ist der Stalinallee. Er hat Friedrich den Einzigen von Berlin nach Potsdam kommandiert, weil der uns in der Sonne stand. Unter den Linden mit vier Mann. Bei Tag und Nacht mit dir war alles so schön. Die Tür steht auf, willst du wirklich gehen? Wie ein offenes Buch ist ihr Herz für dich und du. Thank you.
weiß immer noch nicht, warum wir uns hier mit den Hunden herumschlagen. Bist du ein Hunde, dass du zum Kämpfen einen Grund brauchst? Weil wir aus dem Kessel nicht herauskommen, darum schlagen wir uns mit den Hunden herum. Aber wir brauchen doch einfach nur aufzuhören und es gibt keinen Kessel mehr. Eine Aufhörung gesagt, er hat immer noch nicht gelernt. Der lernt das nie. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben, er ist kein Hunde. Wir werden ihn schon sehen. Wir sollten besser gleich damit anfangen. Zeit ist Geld. Ich will nicht jede Nacht sterben. Ich finde das langweilig. Das macht mir keinen Spaß. Und wir haben dann den Kessel rekonstruiert. Und nach der vierten Flasche frage ich ihn dann, sag mal, kannst du noch robben? Willi, du altes Schwein! Und was soll ich euch sagen? Glaubt mir sowieso nicht. Der konnte noch. So gut war meine Schule. Ich arbeite beim Tiefbau. Sozusagen, wir transportieren Friedhöfe. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Umbetten. Wie das in der Sprache der Hinterbliebenen heißt, ich bin ein Hinterbliebener. Ich bette um. Und Blumen. Und Gras. Wir arbeiten nachts unter Alkohol wegen der Infektionsgefahr. Krautliebchen auch vor Toten. Für mich eine Tätigkeit von einiger Pikanterie. Ich war Historiker. Kleine Fehler bei der Periodisierung. Tausendjähriges Reich, Sie verstehen. Seit die Geschichte mich auf die Friedhöfe verwiesen hat, auf ihren theologischen Aspekt sozusagen, bin ich immun gegen das Leichengift der zeitlichen Verheißung. Das goldene Zeitalter liegt hinter uns! Auf der Bühne steht ein Mensch. Er ist mit Plakaten bekleidet. Sein Gesicht ist ohne Mund. Er betrachtet seine Hände, bewegt die Arme, probiert seine Beine aus. Ein Fahrrad fährt über die Bühne. Der Mensch, der vielleicht eine Puppe ist, läuft hinter dem Fahrrad her. Ein Schädel kommt aus dem Bühnenboden, er stolpert darüber und fällt. Noch auf dem Bauch liegend sieht er das Fahrrad verschwinden. Wenn er aufsteht und sich nach der Ursache für seinen Sturz umsieht, ist der Bühnenboden wieder glatt. Die Zeit steht als Immobilie zum Verkauf. Im Hochhaus unter dem Mercedes-Stern, in den Etagen der Kulturverwaltung. Was für ein Wort, auch die Kunst lebt nicht vom Staub allein. Brennt noch Licht, rauchen die Köpfe im Sparzwang, proben die Amputierten den aufrechten Gang mit gebohrten Krücken aus Fiberglas unter der Aufsicht des Finanzsenators. Zum Gelde drängt, am Gelde hängt doch alles. Die Staatsgewalt geht vom Geld aus. Geld muss kaufen. Arbeit macht unfrei. Heimat ist da, wo die Rechnungen ankommen, sagt meine Frau. Und so weiter. Was die Sprache hergibt oder das deutsche Lexikon des Reims. Das letzte Programm ist die Erfindung des Schweigens.